Hallo, mein Name ist Volker Quaschning. Ich bin Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft der HTW Berlin. Bei uns kann man regenerative Energien studieren und unsere Vision ist es, junge Leute zu fähigen Ingenieurinnen und Ingenieure auszubilden, die die wichtigen Probleme der Zukunft lösen können. Und eines der sehr wichtigen Probleme ist der Klimawandel. Die weltweite Temperatur ist um rund 1 Grad Celsius angestiegen. Und wenn wir schauen, wie dramatisch durch diesen Anstieg bereits heute die Eismassen sich zurückziehen und abtauen, dann wissen wir, dass wir hier künftig sehr schnell ein großes Problem kriegen. Wenn wir nicht gegensteuern, dann werden wir gegen Ende des Jahrhunderts die Temperatur um 5 Grad Celsius nach oben getrieben haben, mit einem Meeresspiegelanstieg langfristig in der Höhe von mehreren Metern. Das heißt, hier müssen wir etwas tun und etwas tun heißt, wir müssen die Kohle, das Erdöl und das Erdgas durch erneuerbare Energien ersetzen. Das ist die Herausforderung. Aber das ist ein Problem, denn in Deutschland basiert ein größerer Teil der Stromversorgung immer noch auf der Kohle. Hier sehen wir ein Kohlekraftwerk in der Lausitz, das 3% der deutschen Kohlendioxidemissionen verursacht und deswegen ist der zentrale Punkt, auch hier, um den Treibhauseffekt zu begegnen, wirklich die Kohle, das Öl und das Gas abzulösen durch erneuerbare Energien. Die erneuerbare Energieversorgung wird aber aufwendiger, komplizierter und komplexer sein als die heutige Energieform. Und deswegen brauchen wir viele Ingenieurinnen und Ingenieure, die bei diesem Umbau mithelfen. Künftig werden in Deutschland vor allen Dingen die Solar- und die Windenergie unsere Versorgung sicherstellen müssen. Diese Energieformen schwanken aber, sodass wir hier verschiedene Speicher brauchen. Auf der einen Seite dezentrale Speicher, die direkt bei den Häusern angegliedert sind, wo man dann Strom, vielleicht auch Wärme zwischenspeichern kann und Elektroautos auch laden kann. Auf der anderen Seite zentrale Power-to-Gas-Speicher, aus denen hier dann Strom erzeugt werden kann, wenn wir zu wenig Solar- und Windenergie zur Verfügung haben. Das Ganze ist also ein sehr komplexer Vorgang, den wir hier haben. Wir müssen also den Energieversorgungsbereich komplett umgestalten. Dafür werden wir sehr viele gut ausgebildete Leute brauchen und das ist natürlich auch ein Grund bei uns, das zu studieren. Und wir haben in dem Bereich nicht nur Visionen und gute Ideen, wie wir die Energieversorgung umstrukturieren können, sondern wir haben auch schöne Labore und komplexe, aber auch sehr anschauliche Anlagen hier vor Ort. Und wie diese aussehen, das können wir uns in den nächsten Minuten einmal näher anschauen. Ja, wir befinden uns hier am Solar Plus Energiehaus auf dem Campus der HTW Berlin. Auf dem Dach in der Fassade befinden sich Solarmodule und diese liefern übers Jahr gesehen mehr Energie, als wir für die elektrischen Geräte und den Wärmebedarf hier im Gebäude brauchen. Im Haus selber haben wir einen Batteriespeicher. Hier können wir die Überschüsse tagsüber zwischenspeichern und dann in den Abend- und Nachtstunden wieder nutzen. Und wir werden gleich mal in das Haus gehen und uns den Batteriespeicher näher anzuschauen. Wir arbeiten an Lösungen für die Energiewende, ganz ohne Kohle und fossile Kraftwerke auszukommen. Dafür brauchen wir Speicher, weil es gibt Zeiten, wo wir keine Sonne und keinen Wind haben. Und ein Lösungsteil kann sein, dass wir dezentrale Speicher einsetzen. Hier sehen wir einfach mal einen Haushaltsbatteriespeicher. Mit dem können wir tagsüber den Solarstrom vom Haushalt zwischenspeichern, nachts den Verbrauch sichern und damit können die Bürger hier Teil der Energiewende werden. Solche Systeme müssen aber natürlich noch ausgereift und entwickelt werden und dafür sind wir da und brauchen auch fitte und engagierte Studierende. Die Praxisausbildung ist zentraler Bestandteil der Lehre und um hier die Studierenden auch an der Hochschule mit den neuesten Technologien und auch den verschiedenen regenerativen Anlagen in Berührung zu bringen, haben wir gut ausgestattete Labore und einen Teil der Labore sehen wir hier, das ist unsere wunderschöne Außenterrasse, in dem wir dann auch Versuche mit den Studierenden durchführen. Und hier auf dem Dach sehen wir eine Photovoltaikanlage, die unsere Studierenden realisiert haben. Regenerative Energien, das ist ja unsere Passion, das heißt, wir wenden das natürlich auch hier am Campus an und mit dieser Anlage können wir immerhin so viel Strom erzeugen, dass wir ungefähr 4 Einfamilienhaushalte hiermit elektrisch versorgen können.